Wenn Sie an Menschenrechtsverletzungen denken, werden Ihnen vermutlich Länder wie Syrien oder Afghanistan in den Sinn kommen. Auf ein Land werden Sie wahrscheinlich nicht kommen, nämlich Liechtenstein. Pech gehabt. Der Menschenrechtsrat hat 85 Empfehlungen an Liechtenstein gerichtet, wie hierzulande die Menschenrechtssituation weiter verbessert werden könnten. Darüber müssen wir mal reden. Und das kann zu diesem Thema niemand besser als Regierungsrätin Aurelia Frick, in diesem Fall Ministerin für Äußeres. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Frau Regierungsrätin, in einer Pressemeldung der vergangenen Woche heißt es, dass der UNO-Menschenrechtsrat Liechtenstein insgesamt eine gute Menschenrechtsbilanz ausgestellt hat. Gleichzeitig sehen die Mitgliedstaaten aber 85 Handlungsfelder. Wie passt das zusammen? Das passt sogar sehr gut zusammen. Vielleicht kurz zu dem Peer-Review-Prozess. Peer-Review heißt, dass es ein Prozess ist, der anstatt von anderen Staaten sozusagen auf Augenhöhe überprüft wird. Also andere Staaten überprüfen das Liechtenstein im Peer-Review-Prozess. Den hat man im Jahr 2007 das erste Mal durchgeführt. Das ist also ein Prozess von der UNO. Es ist ja der UNO-Menschenrechtsrat, der das macht. Und jeder Staat hat die Möglichkeit, dem Staat, der zum Zeitpunkt überprüft wird, Empfehlungen auszusprechen. Mhm. Und wir haben jetzt eine gewisse Anzahl Empfehlungen bekommen. Und für uns ist wichtig, wie wir damit umgehen. Mhm. Da sind jetzt eben schon so ein paar Begriffe gefallen, mit denen die Leute wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Einer dieser Begriffe ist universelle periodische Überprüfung, kurz UPR. Ich muss das selbst ablesen. Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Da sitzen also Vertreter von diesen Mitgliedstaaten, 41 sind es glaube ich, an einem Tisch und dann wird irgendwann Liechtenstein aufgerufen. Und dann sagen die Buben, folgen, oder wie geht es? Genau, also man kriegt ein Datum vorgegeben, was heißt, an dem Tag wird das Liechtenstein der UPR, universelle periodische Überprüfung, unterzogen. Die findet alle 4,5 Jahre statt. Und für uns, für das Liechtenstein, hat es jetzt anfangs von dem Jahr stattgefunden. Man kommt dann in der grossen Menschenrechtssaal in Genf, wo wunderschön künstlerisch gestaltete Decke hat. Den kennt man noch, genau. Genau, wunderschöne Decke hat. Und das Liechtenstein sitzt dann vorne quasi auf der befragten Bank, also dort, wo man Fragen herstellt und wo man auch Stellung kann zu der eigenen Situation. Und der Saal ist dann voll mit den Mitgliedstaaten, bis sind es 41 Mitgliedstaaten, die teilgenommen haben und die das Wort ergriffen haben und am Liechtenstein Empfehlungen ab. Also dann sitzen Sie da vorne und sagen natürlich, Liechtenstein, alles super. Und dann sagen die anderen 41, na, Moment einmal. Vom Ablauf ist es so, dass Liechtenstein, also ich hatte am Anfang eine gewisse, also relativ lange Redezeit gehabt, um zu sagen, was haben wir gemacht, seit wir das letzte Mal, also vor 4,5 Jahren, überprüft worden sind und was haben wir für Massnahmen ergriffen, wie sind wir mit den Empfehlungen, die uns damals gemacht worden sind, umgegangen und wo stehen wir heute. Mhm. Es ist also die erste Position, dass die Liechtenstein die Möglichkeit hat, um zu sagen, wo steht das Liechtenstein heute. Und dann kriegen die einzelnen Mitgliedstaaten nach einer grauen Rednerliste das Wort und die haben dann die Chance, um uns Empfehlungen abzugeben oder eine Einschätzung zu unserer Menschenrechtssituation. Mhm. Also 85 Empfehlungen sind es. Das klingt für mich ja erstmal ganz furchtbar. Ist es so schlimm? Es ist überhaupt nicht schlimm. Man muss sich so vorstellen, dass die Staaten das Wort ergreifen. Es geht dort auch sehr diplomatisch zu und her. Sie finden zwar deutliche Worte, aber jedes Statement, wenn ich mich richtig erinnere, also jede Wortmeldung, die von einem Mitgliedstaat gekommen ist, hat damit angefangen, dass man im Liechtenstein ganz, ganz eine gute Menschenrechtsbilanz ausstellt. Es haben sehr viele Länder gesehen, dass wir in den letzten 4,5 Jahren sehr viel gemacht haben. Mhm. Und es hat uns auch zugestanden, dass ein grosses Commitment sichtbar ist von der Regierung, dass wir weiterhin möchten in diese Richtung arbeiten. Also uns ist eine ganz gute Menschenrechtsbilanz ausgestellt worden. Nichtsdestotrotz tut man noch mal ein Land, das sehr gut international gesehen sehr gut dasteht und sehr einen hohen Standard hat, trotzdem Empfehlungen aussprechen in einzelnen Bereichen, wie beispielsweise bei uns mit der Diskriminierung. Das ist genau der Punkt. Sie wissen, ich bin ein Fan von konkreten Dingen. Jetzt haben wir über Empfehlungen gesprochen, wir reden über Maßnahmen. Machen wir es doch mal fest. 85 Empfehlungen waren es, 70 hat die Regierung gesagt, setzen wir um. Machen wir doch ein paar Beispiele. Was für Maßnahmen sind das? Wir können nicht alle ansprechen, aber wenigstens ein paar. Diskriminierung ist jetzt beim Liechtenstein etwas, das immer wieder kommt. Mhm. Und seit wir das letzte Mal überprüft worden sind, vor 4,5 Jahren, haben wir beispielsweise das Partnerschaftsgesetz eingeführt. Habe ich damals ja also vor 2,5-3 Jahren als Justizministerin dürfen machen. Und jetzt ist in sehr vielen Wortmeldungen attestiert worden, es ist sehr gut, dass Liechtenstein das gemacht hat. Man sieht, dass wir in eine Richtung gehen, wo wir an den verschiedenen Punkten von der Diskriminierung, die es gibt, sehr viel Wert beimessen und auch Handlungs-, also Massnahmen ergreifen. Mhm. Und wenn wir von Diskriminierung reden, Anteil, der immer wieder gekommen ist, ist, dass Liechtenstein sollte also eine umfassende Diskriminierungsgesetzgebung haben. Und das ist eine von... Aber haben wir die nicht schon? Wir haben
sehr viele verschiedene Gesetzgebungen, die sagen, Diskriminierung darf nicht, soll nicht stattfinden. Wie beispielsweise jetzt haben wir ein Partnerschaftsgesetz. Wir haben verschiedene Gesetze, die das abfangen. Aber gefordert wird immer wieder international, dass es ein einheitliches Gesetz gibt, sozusagen ein Antidiskriminierungsgesetz. Und es wird auch gefordert, dass es auf Verfassungsstufe einen Artikel gibt, der Diskriminierung soll verbieten. Wir kennen das nicht und das Lichterste verfolgt auch nicht die Politik und wir sagen, wir möchten unsere Verfassung ändern. Wir haben das Gefühl, was Diskriminierung anbelangt, haben wir heute einen sehr, sehr guten Standard. Wir arbeiten natürlich immer weiter, aber ein einheitliches Gesetz jetzt neu schaffen, zusätzlich zu den verschiedenen Teilgesetzen, die wir haben, die Diskriminierung beseitigen sollen, brauchen wir nicht. Was für Diskriminierung gibt es denn da bei uns? Was sind denn so die typischen Dinge, die immer wieder vorkommen? Ein Beispiel zum Erwähnen. Wir wissen heute, das belegen auch die Statistik, ist übrigens bei uns nicht anders als beispielsweise in der Schweiz oder in Österreich, aber es ist beispielsweise belegt, dass Frauen für die gleiche Arbeit, für Arbeit im Privatsektor, fürs Land gilt das natürlich nicht, aber im Privatsektor durchschnittlich immer noch massiv weniger Lohn verdienen für die gleiche Arbeit. Das wissen wir aber auch schon relativ lang. Warum ändert man es nicht? Ich stelle Fragen Sie. Wie möchten Sie sicherstellen, dass eine Frau für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommt? Wie messen Sie es? Und es ist relativ schwierig, so etwas in eine Gesetzgebung hinzugewissen. Und darum glaube ich, ist es wichtig, dass wir in der Politik, in der Exekutive ein Bewusstsein haben, dass es Bedarf gibt, dass wir ein Auge drauf haben. Aber einfach ein Gesetz dazu machen, wird gar nicht greifen. Wäre dann irgendwie auch ein Eingriff in die Privatwirtschaft, aber das ist auch wieder heikel wahrscheinlich, oder? Absolut. Ja. Und das ist auch ein Teil darum, warum wir sagen, wir haben das Gefühl, wir sind heute gut aufgestellt mit dieser Diskriminierungsgesetzgebung, die wir so haben, weil der Privatwirtschaft meines Erachtens einen grossen Freiraum, der eingeräumt wäre, wie sie mit Herausforderungen umgehen wollen. Eine dieser Maßnahmen, die auch vorgeschlagen worden sind vom UNO-Menschenrechtsrat, ist die Schaffung einer unabhängigen Menschenrechtsinstitution. Das klingt auch schon wieder relativ gewaltig. Was hat es damit auf sich? Wir haben heute ja eine Stabstelle für Chancengleichheit, wo eigentlich eine unabhängige Institution soll sein und vor allem auch der Diskriminierungsgedanke, der Chancengleichheitsgedanke soll abfedern. Wir haben heute so eine Institution, sie ist aber als Stabsstelle organisiert. Also es ist nicht eine komplett unabhängige Stelle, sondern sozusagen als Stabsstellsatellit eingegliedert in unserer Infrastruktur in der Landesverwaltung. Es wird immer wieder gefordert, dass es eine komplett separate Stelle braucht. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass eine Stabsstelle in seiner Funktion sehr gut funktioniert. Es ist immer eine Frage von der Person, die dahinter steht, ob sie unabhängig ist, ob sie auch Gelegenheit hat, um tatsächlich ihre Aufgaben wahrnehmen. Das ist wirklich die Frage. Und jetzt soll eben diese Institution geschaffen werden. Ein Amt für Menschenrechte war, glaube ich, mal im Gespräch. Mhm. Ist das noch aktuell? Das haben wir unter der alten Regierung noch diskutiert, das Amt für Menschenrechte. Wir sind da relativ weit, die Regierung ist schon relativ weit vorangekommen. Man hat das Projekt ein bisschen auf Eis gelegt. Und ich glaube, jetzt ist es in der Zuständigkeit des heutigen Gesellschaftsministers zum Prüfen, wie man mit dieser Herausforderung umgeht. Wir haben heute eine Stabstelle für Chancengleichheit. Und grundsätzlich ist die Ausgangslage, dass man eigentlich von deren einmal ausgeht. Und jetzt ist es die Zuständigkeit von meinem Kollegen Mauro Pedrazzini, um zu schauen, wie er das umsetzen will. Gut, dann kann man wahrscheinlich nicht allzu tief fragen. Trotzdem frage ich mal, wenn es da jetzt wieder darum gehen würde, ein neues Amt zu schaffen. Da höre ich schon die ersten rufen, ja Gott, wir haben schon so viele Ämter, brauchen wir jetzt noch eins, Verwaltungsapparat und so. Brauchen wir denn so ein Amt noch? Gott, ich habe Verständnis für die Leute, die sagen, die Landesverwaltung ist gross. Ich meine, das haben wir jetzt in der Politik zu Ende, also so viel mal diskutiert. Und ich glaube, wir brauchen schauen, dass wir mit so wenig wie möglich Mittel, so effizient wie möglich, die Sachen können umsetzen, aber auch den Bedürfnissen der betroffenen Personengruppen können nachgehen. Und ich bin im Moment der persönlichen Überzeugung, dass so eine Stabstelle für Chancengleichheit sehr gute und sehr wirksame Arbeit machen kann. Beurteilen, ob jetzt ein Amt dafür geschaffen wird, ist in der heutigen Diskussion nicht. Wobei es ja da in dieser Stabstelle auch ein bisschen Differenzen letztens gab. Da gab es schon ein paar Rücktritte. Nicht in der Stabstelle, aber im Frauennetz. Eben, ne? Also so ganz Einigkeit scheint da ja auch nicht unbedingt zu herrschen. Oder? Ist vielleicht auch ein Signal, dass ein Bedarf da ist von Personengruppen, die sagen, wir möchten, dass vertieft etwas gemacht wird und dass wir weiterarbeiten können mit einer Infrastruktur, die funktioniert. Und ich denke, als Frau muss ich den Ruf grundsätzlich auch unterstützen. Es ist wichtig, dass diesbezüglich etwas passiert. Hätten wir nicht unsere Grossmütter oder Eltern gehabt, die sich vor 35 Jahren sich für das Frauenstimmrecht eingeführt hätten, hätte ich wahrscheinlich die Gelegenheit, nicht heute hier bei Ihnen zu hocken und Politikerin zu sein. Das ist gut möglich. Auch wenn Sie nicht über dieses Amt für Menschenrechte reden wollen, ich versuche es jetzt trotzdem nochmal. Ob man das jetzt Amt für Menschenrechte nennt oder wie auch immer, ist ja gleich. Wie unabhängig kann so eine Stelle eigentlich sein? Ist es überhaupt möglich?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Hängt aber, wenn es als Stabstelle organisiert ist, sehr stark von den Personen ab. Mhm. Von der vorgesetzten Person, aber auch von der Person, die das Amt ausübt. Mhm. An diesem Amt, ich nenne es jetzt einfach mal Amt, ob es dann so heißen wird, bleibt abzuwarten. Ja, da gab es ja auch schon ein bisschen Kritik im Vorfeld. Da hat man gesagt, was gab es da noch für Einwände? Welchen Abend? Amt für Menschenrechte. Da war auch in der Zeitung zu lesen, dass da schon kritische Stimmen gab. Wahrscheinlich in Bezug auf die Infrastruktur, dass es das nicht wirklich braucht, eben Verwaltungsapparat nicht nochmal aufblasen. Und ich denke, was viele Stimmen natürlich auch sagen, und das dürfen wir glaube ich, schon auch nicht überhören, wir haben eine gute Menschenrechtssituation im Liechtenstein. Brauchen wir tatsächlich nochmal eine Stelle, die nur das macht? Und ich denke, es gibt sehr viele Bereiche, wo wir in den letzten 30 Jahren oder 20 Jahren unendlich viel gemacht haben. Wir haben Frauen in der Politik, vielleicht nicht so viel, wie ich mir das wünsche, aber wir haben Frauen in der Politik. Ich fühle mich überhaupt nicht diskriminiert als Frau in meiner Tätigkeit. Wir haben unendlich viele Chancen. Nichtsdestotrotz gibt es eben Bereiche, beispielsweise, dass Frauen gleich gezahlt werden in der Privatwirtschaft wie Männer, wo man muss anschauen muss. Und ich denke, es ist ein wichtiger Bereich. Und so gibt es noch mehrere Bereiche, wo man einfach muss anschauen. Bei den Frauen in der Politik, da weiß man auch, dass die Parteien ja gern mehr Frauen hätten, aber das auch nicht immer so einfach ist, welche zu finden. Stimmt, absolut. Es ist mein Appell immer wieder, insbesondere die jungen Frauen, zu sagen, wagen euch etwas zu machen, packen die Chance, wenn sie da ist. Man kann nicht immer sagen, ich habe das doch selber bei mir auch gesehen, wo ich mich entschieden habe, ob ich das machen will oder nicht. Es gibt vielleicht keinen idealen Zeitpunkt für eine solche Entscheidung. Es ist immer ein riesiges Risiko mit dabei, wie das nachher schlussendlich rauskommt. Aber irgendwo etwas zu wagen, eine Chance zu packen, dann, wenn sie da ist. Und ich ermuntere junge Frauen immer, das zu machen. Gehen wir auf die Menschenrechte zurück. Bei den akzeptierten Empfehlungen heißt es, das habe ich auch nachgelesen, dass ein Viertel der Empfehlungen des Menschenrechtsrats die Ratifikation internationaler Abkommen betrifft. Muss man auch erstmal kurz drüber nachdenken. Wieso muss denn eine Regierung vor dem Menschenrechtsrat an ein Abkommen erinnert werden, den man ja offenbar mal zugestimmt haben muss? Wir haben im Liechtenstein grundsätzlich die Politik, dass wir erst ein Abkommen ratifizieren, wenn wir innerstaatlich sämtliche Gesetzgebung umgesetzt haben. Also wir haben sehr restriktive Politik. Sehr viele andere Länder sagen einmal, wir werden das umsetzen bei uns und unterzeichnen dann einmal. Aber das ist schlussendlich tatsächlich umsetzend. Da vergeht in sehr vielen Fällen auch sehr viele Jahre. Und wir haben eine umgedrehte Politik, weil ich das Gefühl habe, als kleiner Staat ist es doppelt wichtig, dass wenn wir uns committen, wenn wir sagen, wir machen etwas, das wir so tatsächlich machen. Also, aber offenbar hat man es ja nicht gemacht, sonst hätte man ja nicht daran erinnert werden müssen. Wir haben sehr wenig Abkommen, wo wir uns verpflichtet haben, wo wir gesagt haben, wir ratifizieren es, aber wir haben noch nicht umgesetzt. Teilweise ist einfach Gesetzgebung noch im Prozess. Wir haben ganz, ganz wenig, wo noch im Prozess sind. Aber logischerweise hat es bei uns in einer kleinen Landesverwaltung, in einem kleinen Dienst, die ein Gesetz, die einfach eine gewisse Zeit brauchen, bis sie umgesetzt werden. Gut, da sind wir wieder bei den Ressourcen, das ist klar. 11 Empfehlungen lehnt die Regierung ab. Um was geht es da konkret? Das interessiert mich jetzt. Grundsätzlich ist ja jedes Land frei, zum Empfehlungen ablehnen. Mhm. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben beispielsweise eine Empfehlung abgelehnt, wo es darum geht, dass ein anderer Staat uns gesehen hat, unterzeichnet das Abkommen über den vertieften Schutz von Wanderarbeitnehmern. Mhm. Dort geht es darum, dass Wanderarbeitnehmer, also Arbeiter, die von einem Land zum anderen wandern, einen besseren Schutz haben, dass sie vereinfacht Aufenthaltsbewilligungen und Arbeitsbewilligungen bekommen. Als erstes hat kein Industriestaat, westlicher Industriestaat, das Abkommen unterzeichnet. Also wir sind in allerbester Gesellschaft. Wir haben die Empfehlung übrigens auch nur von einem Land bekommen. Also wir sind in sehr guter Gesellschaft. Und zweitens entspricht es der Politik des Liechtensteins, dass wir ganz klare Gesetzgebung haben. Wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Wie gehen wir nach welchen Kriterien tun wir Aufenthaltsbewilligungen, Erwerbsbewilligungen erteilen? Wir haben ganz klare Gesetzgebung, nur die werden wir uns auch halten. Und wir sind der Überzeugung, dass die faire Gesetzgebung und gute Gesetzgebung sind. Und darum haben wir beispielsweise die Empfehlung abgelehnt. Mhm. Konkret war bei den Ablehnungen auch zu lesen, dass die Regierung den Wunsch nach weitergehendem Schutz vor Diskriminierung ablehnt. Bei dem Satz muss man sich auch wundern, brauchen wir keinen Schutz mehr vor Diskriminierung. Man muss ihn ein bisschen in den richtigen Kontext setzen. Ich kann mir nämlich vorstellen, was Sie meinen. Die Regierung hat gesagt, wir möchten nicht einen expliziten Artikel für Antidiskriminierung auf Verfassungsstufe heben, also keine Verfassungsänderung machen. Und die Empfehlung zielt darauf ab, dass wir das einheitliche Gesetz für Antidiskriminierung machen. Das habe ich am Anfang von unserem Gespräch schon mal erwähnt. Und wir haben gesagt, wir möchten nicht ein separates Gesetz machen. Wir haben eine Vielzahl von Gesetzen,
die gegen Diskriminierung arbeiten, die schauen, dass es eben nicht diskriminiert wird bei uns im Land. Und etwas zusätzlich brauchen wir es nicht. Gut, dann haben wir das, glaube ich, auch mal vielleicht in den richtigen Kontext gebracht. Im Menschenrechtsrat, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, hat es geheißen, Liechtenstein macht alles gut, weitestgehend. Wie ist das so über die letzten Jahre gegangen? Ist das besser geworden? War das mal schlimmer? Gibt es eine positive Entwicklung? Ich glaube auf jeden Fall, dass man uns attestiert, das ist übrigens auch in den Empfehlungen, also in den Wortmeldungen der Länder rausgekommen, uns attestiert man, dass Liechtenstein sehr viel macht. Und uns, der Regierung, also am Land, attestiert man auch, dass der Willen erkennbar ist, auf diesem Weg weiterzugehen. Ich glaube, das ist gegen aussen ein ganz, ganz gutes Signal für unser Land. Das steht uns auch an. Sie haben eben gesagt, dass die Mitgliedstaaten in diesem Menschenrechtsrat eigentlich auch selbst überlegen, was sie nun umsetzen von diesen Empfehlungen und was nicht. Also die überwachen sich sozusagen gegenseitig. Wie genau geht das? Kommen die da mal zu Besuch, gucken sich das an, rufen die an? Wie überwachen die Liechtenstein? Wie machen die das? Also, sie schauen unsere Gesetzgebungen an, sie besuchen das Land, sie stellen die Fragen. Also so funktioniert es grundsätzlich. Und ich denke, für das Liechtenstein hat das jetzt auch in der Vergangenheit immer sehr gut funktioniert. Es gibt ja verschiedene Gremien, die das Land besuchen und dann untersuchen. Und bei uns funktioniert das grundsätzlich sehr gut. Es gibt immer wieder spezifische Gremien, wie beispielsweise GRECO, die ganz kritische Wortmeldungen hat in Bezug auf unsere Staatsform oder in Bezug auf die Wahl der Richter. Aber grundsätzlich funktioniert es sehr gut. Gut, allen kann man es wahrscheinlich auch nicht recht machen. Fakt ist auch, dass jedes Land selbst entscheidet, welche Empfehlungen nun angenommen werden und welche nicht. Also im Prinzip könnte sich Liechtenstein wie das andere Land natürlich auch stur stellen und sagen, schönen Dank, aber wir machen es nicht. Welchen Sinn hat dann so eine Institution Menschenrechtsrat überhaupt, wenn im Grunde jeder sagen kann? Vielleicht kurz zum System von dieser UPR-Prüfung. Ich habe vorher gesehen, es ist ein Prüfen auf Augenmaß. Und ein Prüfen auf Augenhöhe von einem anderen Staat gibt irgendwie ganz einen subtilen Druck. Es ist kein Druck, das stärkere gegen der Schwert, sondern es ist ganz ein subtiler Druck. Es ist die Öffentlichkeit, die dahinter steht. Das ganze Verfahren ist öffentlich. Man hat Zugang zu sämtlichen Dokumenten, zu sämtlichen Wortmeldungen, die fallen. Und es gibt ganz einen subtilen öffentlichen Druck. Und ich persönlich, ich weiß, dass es immer wieder kritisiert wird und ja, das kann jeder Staat selber entscheiden. Ich persönlich glaube daran, dass das UPR-Verfahren, das Menschenrechtsverfahren, ganz viel Potenzial hat, um Veränderungen auszulösen. Wie man in der Öffentlichkeit steht und ganz auf subtile Art und Weise in der Öffentlichkeit unter Druck kommt als Staat, also als Regierung. Wobei es da auch genügend Beispiele gibt, wo es nicht funktioniert, aber das müssen wir an anderer Stelle vielleicht mal besprechen. Aber so richtig konkrete Möglichkeiten einzelner Staaten, konkreten Druck auszuüben, den gibt es nicht. Also der größte Druck ist die Öffentlichkeit. Der grösste Druck ist die Öffentlichkeit und das wiederholt. Man wird ja alle 4,5 Jahre überprüft und es steht kaum einem Staat gut. Es würde uns nicht gut anstehen, wenn jede 4,5 Jahre bei dem schlimmsten Menschenrechtsbereich die gleiche Empfehlung kommt, wo es einfach heißt, das halten wir nicht ein, das halten wir nicht ein, das halten wir nicht ein. Und es steht kaum einem Staat gut. Und den Staaten, wo jetzt im Moment vielleicht im Fokus der Medien stehen, es steht dem Staat nicht gut an, es steht einem Staat nicht gut. Und ich glaube, dort ist sich jeder Außenpolitiker und jeder Politiker bewusst, dass es für das Land per se nicht gut ist. Es hat ja übrigens auch ganz viele Länder, die sagen, mit einem Land, das grosse Menschenrechtsverletzungen hat, wo in den Medien, also wo man weiß, wo medial kommuniziert werden, mit denen möchten wir beispielsweise kein Freihandelsabkommen abschließen oder mit denen möchten wir keinen Handel betreiben. Also es gibt ganz eine subtile Art von Druck, wenn die Öffentlichkeit dahinter steht. Da steigen wir schon tiefer in die Außenpolitik ein. Wenn wir da über die Weltpolitik reden, da höre ich immer ganz oft, dass man sagt, ach, das kleine Liechtenstein, was kann man da schon bewirken auf der großen Bühne? Wie viel internationale Bühne braucht Liechtenstein? Es ist ganz eine schwierige und ganz, ganz ja, eine subtil gestellte Frage. Ich glaube, eine gewisse internationale Bühne brauchen wir. Und das hat mehrere Bereiche. Ich fange eigentlich am liebsten mit dem Bereich an, dass wir zur Absicherung unserer Souveränität internationale Bühne brauchen. Wir brauchen in multilateralen Organisationen drin sein, wo ein Land eine Stimme gilt. Sichert unsere Souveränität ab. Wir haben dort Plattformen, wo man uns muss anhören. Es ist ganz wichtig, man muss uns anhören. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, etwas zu sagen, sondern man muss uns anhören. Und für ein Land mit unserer Größe, das zwar seit 300 Jahren die gleiche Staatsgrenze hat, aber mit unserer Größe ist es immanent wichtig. Für uns ist es meines Erachtens so wichtig, dass wir uns aktiv einbringen. Also, dass wir nicht nur ein Konsument sind von dem, was auf dieser internationalen Bühne passiert, sondern dass wir uns in gewissen Schwerpunktbereichen, logischerweise kann das bei uns ganz wenig sein, weil wir gar nicht so viele Ressourcen haben, aber dass wir in gewissen Schwerpunktbereichen
sichtbar sind und dort einen tatsächlichen Mehrwert in dieser weltweiten Gemeinschaft kann bringen. Also ich weiß zum Beispiel, dass Sie sich ja immer relativ stark für die Frauen in Afghanistan engagieren. Da fragen die Leute immer, Himmel, Herrgott, was haben wir mit Afghanistan zu tun? Ja, ich kriege natürlich die Frage auch immer wieder gestellt, warum braucht sich die Aurelia für die Frauenrechte international einsetzt? Es ist ganz eine persönliche Überzeugung von mir, dass es wichtig ist, dass wir die Rolle der Frau ganz spezifisch beleuchten. Insbesondere heutzutage, nach dem arabischen Frühling, ich habe mal in einer Rätin gesehen, ich habe große Angst, dass die Frauen einmal mehr auf der Strecke bleiben, nach dem arabischen Frühling und jetzt bei Afghanistan, wenn die Truppen abziehen im 2014, dass die Frauen einmal mehr auf der Strecke bleiben. Und es braucht ein Zusammenspiel von sämtlichen Bevölkerungsgruppen und logischerweise gehört die Frau mit dazu, ein Zusammenspiel, das mit einer Gesellschaft kann funktionieren. Mhm. Und dann kommt ein anderer Punkt dazu, wenn wir Afghanistan beleuchten. Es ist wissenschaftlich bewiesen und ich persönlich glaube daran, dass es wichtig ist, dass Frauen in der Friedensprozess, in der Aufbauprozess eingebunden sind. Sie machen 50% der Bevölkerung aus. Logischerweise haben wir die verschiedenen politischen Gruppierungen, die es gibt. Aber die Frauen machen 50% der Bevölkerung aus. Und ohne 50% der Bevölkerung kann man keinen Prozess, der gestützt ist für die ganze Bevölkerung, aufbauen. Seien Sie mir nicht böse, bleiben wir bei der Außenpolitik, aber holen wir es wieder ein bisschen näher ans Land vielleicht zurück. Welche Schwerpunkte stehen denn noch an in diesem Jahr vielleicht speziell in der Außenpolitik? Ganz wichtig, insbesondere auch gerade in diesem Jahr, wir haben jetzt eine neue Regierung. Es muss Nachbarschaftspolitik sein, es muss das sein, was am weitesten Daumen auf unserer Agenda steht. Die Schweiz ist am für unseren wichtigsten Partner zusammen mit Österreich. Wir brauchen den kontinuierlich konstanten Dialog mit der Schweiz und Österreich. Mit der Schweiz über den Zollvertrag so eng verbunden, mit Österreich ganz historisch gewachsen eng verbunden. Das sind für uns wirklich wichtige Partner. Wir können auch sehr viel von ihnen profitieren, das dürfen wir immer wieder sagen. Darum sind wir auch dankbar, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert. Dann unser Partner im Norden, also unser indirekter Partner Deutschland, wo wir, das darf ich heute sagen, wieder sehr, sehr gute Beziehungen dürfen pflegen. Das war nicht immer so. Ist nicht immer so gesehen. Ungern denke ich zurück an die stürmischen Zeiten. Aber was mich freut, ist, dass ich in den letzten Jahren auf meiner Ebene einen sehr guten Dialog aufbauen konnte. Ich werde Guido Westerwelle, im nächsten Außenminister, quadrilateralen Außenministertreffen wieder sehen. Das findet im Sommer, also mitten in unserer Sommerpause, drin statt. Und ich freue mich auf das Treffen. Wir haben einen ganz guten Dialog. Und der gute Dialog findet nicht nur auf meiner Ebene statt, sondern auf Beamtenebene, auf inhaltlicher Ebene. Und wir haben jetzt einen Dialog, der funktioniert. Das ist ja auch ganz wichtig. Da geht es ja um knallharte wirtschaftliche Interessen. Also Deutschland ist, darf man nicht vergessen, wichtigster Exportpartner, neben der Schweiz natürlich. Insofern muss es ein ureigenes Interesse wahrscheinlich sein, dass da die Beziehungen auch stimmen. Meines Erachtens muss es von uns ein ureigenes Interesse sein. Ich finde aber, man darf, obwohl wir sehr ein kleines Land sind, mit allem Respekt gegenüber unserem nördlichen Nachbarn, man darf nicht ohne außer Acht lassen, dass eigentlich Deutschland muss ein Interesse haben, gute Beziehungen mit uns. Ich erwähne in jedem Gespräch, das ich habe mit einem Außenminister oder mit einem Politiker in Deutschland, wie viele Arbeitsplätze wir in Deutschland zur Verfügung stellen. Und meistens kommt dann die Antwort, das kann ja gar nicht sein. Was dann auch wieder auf die Antwort zurückgeht. Brauchen wir die Außenpolitik? Wir brauchen die Außenpolitik. Wir brauchen die Aufklärungsarbeit. Wir brauchen sagen, was Liechtenstein leistet. Und wir können viel leisten. Wir brauchen aber darüber reden und gut kommunizieren. Schweiz haben Sie kurz angesprochen, eben schon in diesem Jahr nähert sich die Unterzeichnung des Zollvertrags zum 90. Mal mittlerweile. Ein Vertrag für die Ewigkeit? Hoffen wir es doch, oder? 90 Jahre ist schon eine halbe Ewigkeit, wenn ich mein Lebensalter anschaue. Zollvertrag, ganz ein wichtiges Instrument. Und manchmal vergisst man es vielleicht fast ein bisschen, weil er einfach so gut funktioniert und weil er kein grosses Aufsehen erregt, weil er eben gut funktioniert. Beispielsweise hat die Schweiz jetzt das Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen. Leider nicht als EFTA. Also hat das nicht der EFTA-Verbund gemacht, sondern die Schweiz außerhalb vom EFTA-Verbund. Das heißt, wir haben nicht allzu viel davon, oder? Aber wir profitieren doch mit, weil wir im Warenverkehr, in der Zollvertragsmaterie von der Schweiz reinfallen und profitieren im ganzen Warenverkehrsmaterie mit. Leider nicht im Dienstleistung- und Investitionsbereich, wo wir in der Regel bei den EFTA-Freihandelsabkommen mitverhandeln. Aber im grossen Warenverkehrsbereich profitieren wir mit. Darum sind wir dankbar und ich freue mich darüber, dass die Schweiz den Erfolg darf feiern. Also man sieht ja schon, wie engagiert Sie da auch sind. Außenpolitik hat natürlich mit Wirtschaftspolitik zu tun. In welcher Form engagiert sich die Außenpolitik für den Wirtschaftsstandort Liechtenstein? Wie kann sie da helfen? Freihandelsabkommen natürlich. Ich glaube, Freihandelsabkommen ist der allerwichtigste Teil. Es kommt der ganze Teil mit der Reputation dazu, mit der Kommunikation dazu. Aber der inhaltlich fassbarste Teil sind sicher die EFTA-Freihandelsabkommen. Wir haben eine Botschafterin Genf, die für uns die EFTA Freihandelsabkommen in dem Verbund mitverhandelt. Und ich glaube, es ist das beste Instrument gegen die Weltwirtschaftskrise, die immer noch leider Gottes
anhalten. Aber wo eigentlich der grosse Talsohle kam, ist es für uns das wichtigste Mittelgesetz, um dagegen anzukämpfen. Wir brauchen funktionierenden Warenhandel oder freien Handel in Investitionen, Dienstleistungen und Waren, damit unsere Unternehmen zu so guten Rahmenbedingungen, wenn nur möglich, international tätig sind. Diskriminierungsfreier Zugang ist das Stichwort. Selbstverständlich. Spannend ist da auch der EBR. Island hat seine Pläne für einen möglichen EU-Beitritt kürzlich auf Eis gelegt. Das sieht dann wieder besser für den EBR aus. Gut für Liechtenstein, oder? Für uns ist es auf jeden Fall wichtig, dass der EBR gut funktioniert. Und wir haben jetzt die Studie, die CEP-Studie gemacht, wo ich sehr viel darüber kommuniziert habe. Wir reden mit Brüssel. Uns wird attestiert, dass der EBR sehr gut funktioniert. Und es muss uns ein Anliegen sein, dass der weiterhin gut funktioniert, weil unsere Industrie, unser Platz hier im Liechtenstein sehr gut funktioniert. Gut, aber man hat auch schon diskutiert, dass der EBR am Ende ist. Speziell, wenn jetzt Island in die EU geht und so. Da gibt es ja verschiedene Szenarien. Ja, ja. Ich habe einmal in sportliche Szenarien immer gesehen, selbst wenn Island einmal nicht sollte, nur sollte im EBR sein. Wir haben immer noch einen starken Partner, nämlich die Norweger, die mit uns zusammen im EWR sind. Logisch müssen wir die ein oder andere Anpassung machen in den Institutionen. Okay. Aber der EWR kann meines Erachtens so weiter existieren, würde ein Land austreten. Nichtsdestotrotz, und ich denke, für das Szenario muss man vorbereitet sein, sollte sich an für unseren Partner dazu entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, wahrscheinlich der EU beizutreten. Wir müssen bereit sein, was wir denn machen. Und mit diesen Themen setzen wir uns auseinander. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema befasst. Mhm. Wir wissen, wie wir mit diesen Szenarien möchten umgehen. Wobei, die haben im Augenblick wahrscheinlich weniger zu tun, weil Island hat erstmal gesagt, EU kommt nicht in Frage. Genau. Also nichtsdestotrotz, wir müssen Hausaufgaben machen und uns mit dem Thema befassen. Das ist auch interessant, Hausaufgaben. Da haben Sie wahrscheinlich eine ganze Menge. Das ist noch gar nicht so lang her. Ich bin immer nicht so ganz sicher. Da war das Amt des Außenministers eine 30 oder eine 50%-Stelle. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist heute nicht mehr denkbar, oder? Ach, für mich völlig undenkbar. Wir sind heute über die EWR natürlich, also mit Brüssel extrem stark gebunden in das, was passiert in Europa, beschäftigt mit auf der Tagesebene. Und wir sind in der WTO, wir sind in der UNO, wir sind im Europarat, wir sind in so vielen internationalen Organisationen eingebettet, dass ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass man mehrere, also dass man Teilzeit schafft und daneben noch, ich sage, einem Beruf außerhalb von Politik nachgeht. Was man aber muss sehen, wenn man es jetzt ein bisschen mit der Vergangenheit vergleichen, ich habe heute drei Ministerien, also ich habe ja Kultur und jetzt Bildung, vorher eine Justiz gehabt dazu, also ich habe drei Ministerien und ich denke, dass die ganze Kombination natürlich mehr als ein Tag, also 100% Pensum ist. Aber ich mache es sehr gerne und Kombination ist schon spannend. Ja. Da stehen natürlich eine Menge Leute hinter Ihnen, auf jeden Fall, die Sie da unterstützen. Hervorragendes Team, das mich hervorragend unterstützt. Nur mit denen geht es. Trotzdem lassen Sie uns zum Schluss, wir müssen auch langsam zum Schluss kommen, über den Staatshaushalt mal reden. Gespart werden muss überall. Wo kann man denn bei der Außenpolitik sparen? Es ist ganz klar, dass ich mir der Hausaufgabe, wo man sparen kann, nicht wehr verwehren, tue ich auch nicht. Und ich mache auch die Hausaufgaben. Logischerweise schauen wir an, wo kann die Außenpolitik einen Beitrag dazu leisten. Wir haben damit angefangen, dass wir einen Vergleich gemacht haben mit anderen kleinen Ländern aus Europa, also Ländern, die weniger als 1 Million Einwohner haben, und haben ein bisschen den Vergleich gemacht, wie viele Diplomaten haben die, wie ist der diplomatische Dienststuf geleistet, wie viele Aussenstellen haben die. Und das Resultat von dieser kleinen Studie, die wir selber gemacht haben, ist gesehen, das Liechtenstein schafft mit enorm wenig Mitteln im Vergleich und macht eine brillante Außenpolitik. Und das ist ein Kompliment, das ich an meine Botschafter und Diplomaten geben muss. Die machen einen hervorragenden Job, der sehr visibel ist, der uns auf der Weltbühne einen gebührenden grossen Platz gibt. Dass Sie das jetzt sagen, überrascht mich natürlich nicht. Nur trotzdem, wenn wir vielleicht trotzdem irgendwo sparen müssen. Wo könnte man denn? Mitgliedschaften geht wahrscheinlich nicht. Personal auch schwierig. Im Wahlkampf ist immer wieder gefordert worden, in der Außenpolitik, man kann Reisekosten kürzen, man kann das kürzen, sagen, ja. Man kann Außenstellen schliessen. Ich glaube, man muss die Diskussion ganz sorgfältig machen. Übrigens, Reisekosten hat man schon lange gestrichen. Es gibt Reglemente, die genau sehen, in welcher Hotelkategorie dass jeder darf übernachten. Also es gibt genaue Reglemente. Es ist nicht so, dass die Hausaufgabe nicht gemacht worden ist. Und logischerweise muss wir uns jetzt überlegen, wo können wir nochmal einen Beitrag leisten. Es wird relativ schwierig sein, weil die Luft, wo wir uns schon drinnen befinden, nach den ersten Sparrunden, ist relativ dünn, aber wir befassen uns damit. Diplomatische Vertretung haben Sie auch schon kurz angesprochen. Braucht es mehr, braucht es weniger? Wenn Sie mich als Außenministerin fragen, es braucht auf jeden Fall mehr. Wir sind in Asien nicht vertreten, wir haben keine Vertretung in London, OECD, wir sind nicht vor Ort. Also, wenn Sie mich als Außenministerin fragen, selbstverständlich bräuchte es mehr Vertretungen. Ich bin mir bewusst, wir sind ein kleines Land. Wir haben 8 Außenstellen, mit den 8 Außenstellen funktionieren wir hervorragend. Und meine Aufgabe, und das ist die grösste Aufgabe, die ich mir stelle, ist zu schauen, wie kann ich mit den bestehenden Ressourcen so gute Arbeit wie möglich für unser Land, für unsere Bürger machen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Aurelie Frick, ich sage vielen Dank. Es war ganz interessant. Das werden wir sicherlich noch mal wiederholen zur gegebenen Zeit. Sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Besten Dank. Bis zum nächsten Mal.